Freunde, das Champions-League-Finale steht an. Unsere Wölfin spielen am morgigen Samstag gegen die vermutlich stärkste Vereinsmannschaft im Frauenfußball, den FC Barcelona. Wird es uns gelingen, diese Mannschaft in einem Alles-oder-Nichts-Spiel zu besiegen und den Titel mit nach Wolfsburg zu nehmen? Lasst uns mal darauf schauen, welche möglichen Schwachstellen in diesem Team vorhanden sind, und ich werde euch im Laufe dieses Videos drei Spielerinnen nennen, auf die es aufzupassen gilt. Also, let's go! Barcelona ist für mich Favorit. Sie sind stärker besetzt als der VfL. Die Wolfsburgerinnen müssen schon einen super Tag erwischen. In diesem Video werde ich dir drei Spielerinnen nennen, die es beim FC Barcelona zu stoppen gilt. Aber erstmal grundsätzlich. Wie bitte soll man die vermutlich stärkste Mannschaft im Frauenfußball besiegen? Und Wolfsburg so? Ist doch leicht, kinderleicht, ich kratz gleich ab. Ja, das wird ein hartes Stück Arbeit. Doch nicht verzagen, Freunde. Es ist ein Finale. Ganz ehrlich, wir haben eine tolle Truppe und wir können auch mit Zuversicht in dieses Finale gehen. Auf der anderen Seite sollten wir uns den Gegner auf jeden Fall auch mal genauer anschauen. Denn der FC Barcelona ist, wie ich ja schon gesagt habe, die vermeintlich stärkste Vereinsmannschaft im Frauenfußball. Warum sie die stärkste ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Versucht bei den folgenden Zahlen immer im Hinterkopf zu behalten, dass die vermeintlich stärkste Spielerin im Team des FC Barcelona, Alexia Putellas, die gesamte Saison mit einer Knieverletzung ausfiel. Und trotzdem sieht die Ligastatistik so aus. 118 zu 10 Toren? Was geht denn bitte mit diesem Team? Also, das ist wirklich absurd gut. Nur mal zum Vergleich, unsere Wölfinnen haben ein Torverhältnis von 75 zu 17 in der Liga gehabt und gelten hierzulande als Übermacht. Aber in der Champions League, wo sie gegen die besten Mannschaften Europas spielen, da kann das doch nicht so eindeutig ausgefallen sein, oder? Naja, bezüglich der Ergebnisse nicht unbedingt, doch wenn man sich die Tordifferenz anschaut, die bei 37 zu 8 liegt, muss man sagen, das ist nicht wesentlich schlechter. Diese Mannschaft schießt in ihrem offensiven 4-3-3-System im Schnitt einfach 3,7 Tore pro Spiel. Das ist viel. Der VfL hingegen liegt dabei bei starken 2,6 pro Spiel, also tatsächlich im direkten Vergleich in der Champions League nicht wesentlich schlechter, doch es ist halt immer noch ein Tor pro Spiel weniger. Man kann ohne weiteres feststellen, diese beiden Teams haben brachiale Offensiven und es wird dann vermutlich das Spiel der Offensiven sein. Man kann es auch umdrehen und sagen, es wird auf die Defensiven ankommen und somit ein Spiel der Defensiven sein. Die Trainer und die Spielerinnen werden gegenseitig gewarnt sein. Wir können aus Wölfinnen-Sicht feststellen, der Finalgegner FC Barcelona besteht im Prinzip nur aus Weltklassenspielern. Schauen wir uns mal ein paar von denen an. Fun Fact am Rande. Wenn man sich die taxierten Marktwerte der Teams bzw. der Spielerinnen anschaut, dann ist das Mittelfeld des FC Barcelona beinahe so viel wert wie das gesamte VfL-Team zusammen. Nur das Mittelfeld. Auf welche Spielerinnen die Wölfinnen besonders aufpassen müssen. Erstens, Aitana Bonmatí. Spoilerwarnung, ich bin ein riesiger Fan dieser Spielerin. Sie trägt beim FC Barcelona die Nummer 14 und als ich sie das erste Mal habe spielen sehen, hat sie mich so sehr umgehauen, dass ich mir einfach direkt ein Trikot kaufen wollte. Und ja, shame on me, doch ich bin weder Barca-Fan noch Barca-Sympathisant. Und trotzdem fand ich diese Spielerin so beeindruckend, dass ich mir dachte, dieses Trikot brauchst du in deinem Kleiderschrank. Mal sehen. Bisher ist es noch nicht geschehen. Naja, gut, wer sie noch nicht kennen sollte, ich stelle sie mal kurz vor. Aitana Bonmatí ist praktisch nicht vom Ball zu trennen. Sie ist eine sehr schnelle, technisch versierte Spielerin, die grundsätzlich immer weiß, wo ihre Mitspielerinnen positioniert sind und was sie als nächstes mit dem Ball anfangen möchte. Sie ist quasi die Spielintelligenz in Person und zieht im zentralen Mittelfeld bei Barcelona die Fäden. Typischerweise spielt sie da auf der 8, 6 oder 10, also insbesondere im offensiven Mittelfeld. Wenn wir mal einen Blick auf die Heatmap von Bonmatí werfen, sehen wir, dass sie ihre Stärken positionsgetreu in der Offensive einbringt. Sie ist der Typus Spielerin, der eigentlich kaum vom Ball zu trennen ist und in erster Linie nicht von einer Person zu stoppen ist. Was kann man dann gegen sie unternehmen? Tja, also sie scheint pressingresistent zu sein und dadurch würde ich sagen, dass man sich da die Kräfte auch weitestgehend sparen kann und sie eher mehr zustellen kann in der Offensive, mehr die Räume dicht machen könnte und in erster Linie aber auch ihrem Spiel mit der nötigen Härte entgegnen. Nummer 2, Graham Hansen. Hansen trägt beim FC Barcelona die Nummer 10 und spielt typischerweise auf rechts außen bzw. der rechten Flanke.
Schaut man sich die Heatmap ihrer bisherigen Champions League-Saison an, wird schnell klar, was sie für eine Spielerin ist. Sie ist häufig auf Außen zu finden, zieht dann nach innen in die Mitte, geht ins Dribbling und bedient entweder dann ihre Mitspielerin oder schließt eben selbst ab. Dabei kann sie sowohl mit rechts als auch mit links abschließen, was sie insgesamt sehr schwer ausrechenbar macht. Im 1 gegen 1 ist sie kaum zu stoppen und das Problem ist, sie hat auch ein sehr, sehr gutes Auge für die Mitspielerin. Dadurch macht sie die Offensive gefährlicher und ihre Mitspielerin besser. Hansen hat in dieser Saison leider verletzungsbedingt viele Spiele verpasst. Allerdings, wenn sie gespielt hat, dann hat sie die Gegenspieler nahezu auseinandergenommen. Also es ist eine Wahnsinnsspielerin. Es stellt sich wieder die Frage, wie kommt man so einer Spielerin bei? Ein probates Mittel gibt es gegen solche Spielerinnen nicht, denke ich. Man könnte versuchen, sie halt über einen längeren Zeitraum im Spiel immer wieder zu doppeln und sie halt so wenig an den Ball kommen zu lassen, wie es eben möglich ist. Dabei hilft es halt auch, die rechte Seite immer ein bisschen zu überlagern, sodass der FC Barcelona häufiger den Weg über links suchen würde, weil eben rechts zu wenig Platz und Raum für Spielerinnen wäre. Und das klappt natürlich nicht über 90 Minuten, man kann solche Spieler meistens nicht hundertprozentig rausnehmen, aber vielleicht verliert sie dadurch so ein bisschen den Spielwitz, wenn sie wenig Ballkontakte hat und wenig Anteile am Spiel hat. Nummer 3. Assisat Oshoala. Was? Keine Alexia Putellas? Nein. Also, um das mal klarzustellen. Putellas ist für mich persönlich die beste Spielerin des Planeten. Und ich sagte ja schon, sie war die ganze Saison verletzt und braucht jetzt rein von ihren Qualitäten eher weniger Ausführung. Wenn sie spielen sollte, ist sie auch ohne Spielpraxis sicherlich gefährlich. Allerdings steht da aktuell so ein Fragezeichen drüber, dass ich mich hier für jemand anderes entschieden habe. Meine Nummer 3 ist somit die Spielerin mit der Nummer 20, Oshoala. Die nigerianische Top-Stürmerin präsentierte sich auch diese Saison wieder in absoluter Topform. Sie ist aktuell die Topscorerin des FC Barcelona. Aktuell laboriert sie noch an einer Oberschenkelverletzung, weshalb das Finale etwas auf der Kippe steht. Ich denke aber persönlich, sie wird spielen, weil sie sich das Finale nicht entgehen lassen wird. Es sei denn natürlich, es geht gar nicht. Zu ihr ist zu sagen, sie hat in 40 Spielen 34 Scorerpunkte gesammelt. Damit ist sie Barcelonas Beste. Das ist schon aussagekräftig genug, doch wenn man sich ihre Skills anschaut, sie ist sehr schnell, sie ist wuchtig, aber sie ist vor allem auch abschlussstark. Wenn man sich die Heatmap anschaut, dann ist sie quasi überall in der Offensive zu finden und bereitet damit jeder Verteidigung auf dieser Welt Probleme. Eine Stoßstürmerin, wie sie es ist, ist nur ganz schwer aus dem Spiel zu nehmen. Sie hat eben die Geschwindigkeit, aber auch die technischen Fähigkeiten, um jeder Verteidigung Probleme zu bereiten. Und da kommt es vor allem halt darauf an, dass die Spielerinnen des VfL in diesem Fall sowohl in der Innenverteidigung als aber auch auf der zentralen Mittelfeldposition gute Absprachen treffen, dass sie ein gutes Timing haben, ein gutes Stellungsspiel haben, da wenig Räume zulassen und letzten Endes versuchen, Oshoala so wenig Abschlusssituationen zu geben, wie es eben geht. Ja, zusammenfassend lässt sich da eigentlich nur, dass quasi jede Spielerin im Kader des FC Barcelona eine gewisse Klasse hat und dass auf die Wölfin hinzukommen wird, dass sie nur als Mannschaft, als Verbund stoppen können. Ob das jetzt über 90 Minuten tatsächlich möglich ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Die Keywords für so ein Finale sind dann einfach höchste taktische Disziplin, der Kampfgeist, aber auch in erster Linie die Härte, die man irgendwie auch mit in so ein Spiel mit reinbringen muss, gerade wenn es um so technisch versierte, starke Spieler geht. Das klingt alles sehr übermächtig und einseitig, findet ihr nicht auch? Also mir persönlich ging es im Rahmen dieser Überlegung zumindest so. Doch, wenn ich mir so die Spiele anschaue, die Schlüsselspiele in dieser Saison und die Mannschaft, den Kader, dann schöpfe ich schon Hoffnung. Ich meine, es ist ein Finale. Warum nicht den FC Barcelona schlagen und ein Ausrufezeichen im Frauenfußball setzen? Warum nicht? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die Frauen des FC Bayern haben es in der Vorrunde bereits vorgemacht. Sie haben die Übermacht aus dem Nordosten Spaniens mit 3:1 gestoppt. Die Frage ist, wie haben sie es gemacht? Die Münchnerinnen sind den Katalanen mit einem Vollgas-Fußball beigekommen. Man hat direkt gesehen, dass sie in der Anfangsphase auf ein Tor gespielt haben. Sie haben alles in die Offensive geworfen, sie haben versucht, die Offensivaktion gut auszuspielen, schnell auszuspielen und immer wieder in Abschlusssituationen zu kommen. Das ist ihnen in dem Spiel auch zweimal gelungen und sind dadurch dann mit 2:0 in Führung gegangen. Das vor allem, und das scheint das probate Mittel zu sein, nämlich dadurch, dass sie zur Grundlinie runtergegangen sind und den Ball dann praktisch zum 11-Meter-Raum oder auch in den 5-Meter-Raum zurückgespielt, zurückgelegt haben, um da dann eben die Zielspielerin, die Abschlussspielerin zu suchen. Zudem haben sie energisch und resolut verteidigt. Sie haben versucht, die Räume eng zu machen, sie standen den Spielerinnen auf den Füßen und haben damit praktisch die Schaltzentrale, nämlich das zentrale Mittelfeld des FC Barcelona,
dicht gemacht und sie konnten sich nicht entfalten. Also aus diesem Spiel kann man lernen, dass man gegen Barcelona in erster Linie früh sehr wach sein sollte. Man sollte versuchen, vielleicht die Offensive so schnell wie möglich auch in Tritt zu bekommen und schnellstmöglich eben ein erstes Tor zu erzielen. Dann griffig in den Zweikämpfen zu sein und aber vor allem auch da ein bisschen darauf hoffen, dass eine Froms jetzt in dem Fall oder aus Bayern sich damals eine Groß eben einen absoluten Sahnetag erwischt, weil den brauchen Torhüterinnen einfach gegen solche Spielerinnen. Das eben Gesagte kann man für den Fußball schon verallgemeinern, denke ich. Nur gerade gegen den FC Barcelona sieht man jetzt auch wieder an dem Spiel, dass sie zuletzt gegen Madrid, nicht Real, sondern CFF, verloren haben, dass sie gerade in der ersten Hälfte, in der Anfangsphase, anfällig zu sein scheinen. Also dieses offensive Spiel in den ersten paar Minuten, in der Anfangsphase, in der ersten Hälfte und da auf das erste Tor zu gehen, erscheint nach den zwei exemplarischen Niederlagen des FC Barcelona sinnig. Auch gegen Madrid war es eben so, dass sie in der ersten Halbzeit schon zwei Gegentore kassiert hatten und sich dann eben schwer damit getan haben, diesen Rückstand auch wieder aufzuholen. Sie sind es halt nicht gewohnt, zurückzuliegen und dadurch bringt man die Spielerinnen so ein bisschen aus dem Trott. In diesem Video haben wir natürlich sehr wenig über die Stärken der Wölfinnen gesprochen. Diese habe ich primär versucht, in dem Analysevideo gegen Arsenal herauszuarbeiten. Wenn ihr also daran Interesse habt, schaut euch das gerne mal hier an. Hinzu kommt aber, dass der FC Barcelona um die Stärken der Wölfinnen weiß. Da bin ich mir sicher. Also, die Wölfinnen sind gerade in der Offensive extrem breit und stark aufgestellt und sie haben viel Tempo, sie haben eine Abschlussstärke, sie haben eine hohe Variabilität und was jetzt auch noch ein Faktor sein könnte, und das ist in einem einzelnen K.O.-Spiel immer der Fall, Standards. Und so wie ich das jetzt einschätzen würde, wenn sie bei gegnerischen Standards hinten den Laden dicht bekommen und halt ihre offensiven Standards auch nutzen können. Warum nicht mal einen Lucky Punch? Warum nicht Barcelona von Eindhoven nach Spanien zurückschießen? Easy. Ich bin mir sicher, dass das Trainerteam rund um Tommy Stroth einen guten Matchplan erstellt haben wird und dann dürfen wir alle gespannt sein, wie sie sich am morgigen Samstag dann im Finale präsentieren. Das eben Gesagte lässt sich mit den Worten von Feli Rauch letztens im Interview ganz gut zusammenfassen, denke ich. Es wartet jetzt ein Spiel auf uns und da ist es völlig egal, wer favorisiert ist. Es zählen einzig und allein die Leistung und der Einsatz, die wir auf den Rasen bringen können. Dem kann ich mich nur anschließen und dies mit der Aussage aus meinem Analysevideo gegen Arsenal nochmals unterstreichen. Der FC Barcelona mag eine absolute Top-Mannschaft sein. Doch unsere Wölfinnen, die gilt es erstmal zu schlagen.